Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin Selina und der Adventskalender geht schon weiter. Heute mit der Obdachlosen-Challenge und unser Ziel ist es ja diese Folge. Das habe ich mir für letzte Folge vorgenommen, dass diese Folge das Ziel ist. Ich sollte aufhören zu quatschen, aber ich wollte mir unbedingt einen Computer zulegen, beziehungsweise ein kleines Tablet oder so, weil ich möchte mir über den Computer einen Hund adoptieren. Und ich glaube, das wird ziemlich geil. Und ich frage mich gerade, warum ihr halbes Bein hier im Bett verschlungen ist. Achso, das nur wegen dieser Decke hier. Okay, das ist wohl ein kleiner Bug, aber ist nicht schlimm. Oh Mann, sie ist richtig traurig. Och, du Arme. Das tut mir so leid. Aber wir werden heute mal ein bisschen weiter reisen als nur so in der normalen Nachbarschaft. Ich möchte nämlich mal in einen Park gehen. Ja, ich freue mich total. Ich möchte in einen Park. Und regnet es? Jupp, es regnet. Aber oh mein Gott. Yay. Okay, alles ernten. Und was ist das? Das ist auch schon fertig. Mein Apfelbaum nehmen. Okay. Das braucht noch ein bisschen. Qualität normal. Was ist damit alles? Auch normal. Okay. Besser als schlecht. Also ich sollte noch mal kurz aufs Klo gehen. Und dann wird es Zeit, dass wir uns langsam auf den Weg machen in den Park. Weil ich möchte Frösche suchen. Ich möchte heute ganz viel graben. Ich habe einfach unfassbar viel vor. Wir haben ja letztes Mal so viel Möbel dazu bekommen. Also der Herd ist neu. Hier die Theke. Und auch dieses wunderschöne Waschbecken hier. Also da haben wir wirklich einiges dazu bekommen. Und wir können jetzt endlich mal säubern. Ja, geil. Spülen, meine ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Also natürlich, der Kühlschrank da und der Herd, das ist nicht das Neueste. Aber es reicht für einen Anfang. So, dann reisen wir mal los. Und zwar glaube ich... Ah, nee. Doch, es ist hier in Willow Creek. Der Magnolienblütenpark. Den finde ich richtig schön. Da werden wir heute mal hinreisen. Wir schnappen uns einfach mal das Kleinkind. Nee, natürlich nicht. Es muss natürlich auch bei seinen Eltern bleiben. Deswegen reisen wir eben mal alleine. Aber macht ja nichts. Und da sind wir schon. Und ich bin so froh seit dem neuen PC. Ach, das ladet so schnell. Aber das seht ihr dann natürlich auch alles noch bei der Setup-Tour, was ich da genau verwende. Was mein PC ist, mein Schnittprogramm und so weiter und so fort. So. Ich möchte Blätter rechen. Nee, möchte ich nicht. Das ist mir zu viel Arbeit. Aber da können wir auch wieder fischen. Wasser untersuchen. Frösche suchen. Geil. Das wusste ich gar nicht, dass wir das können. Was machst du denn? Ach so. Okay. Dann mach das mal, Sandy. Vielleicht finden wir da ja auch nochmal ein paar seltene Fäche. Frösche. Die ein bisschen mehr Kohle bringen als normal. Und das wäre natürlich schon mal richtig geil. Und ich glaube, es hat gerade geblitzt. Stimmt's oder habe ich recht? Nee, okay, hat nicht. Cool Shade from being in the shade. Okay, das hat was damit zu tun, wenn man englische Mods runterlädt. Das hat was mit so einem Sonnenbrand-Mod zu tun. Ist übrigens mega geil. Ich liebe solche realistischen Mods. Und ich möchte hier jetzt irgendwas finden. Warum ist da denn nichts? Oder doch hier. Hier können wir schon mal graben. Dann, das ist da ein Birnenbaum. Geil. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich weiß so wenig über dieses Spiel. Schon traurig. Aber ansonsten, da ist eigentlich gar nichts, ne? Keine Steine. Also, an denen wir graben können. Wer ist das denn? Warte mal. Hallo, wer bist du? Oh, die guckt aber grimmig. Alice Luce. Oh, das Kleid ist voll schön. Das muss ich mir mal merken für die Zukunft. Spielt sie jetzt ernsthaft Schach? Ja, sie spielt Schach. Nee. Du sollst jetzt kein Schach spielen. Klicken wir das mal weg. Weil das Graben ist jetzt erstmal wichtiger. Wir brauchen Geld. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, ich schau mal hier noch. Vielleicht finden wir da ja irgendwo ein paar Utensilien. Und ja! Hier! Da ist es. Oh, was haben wir bekommen? Tuning-Teile. 20 Simoleons. Das ist doch schon mal ein Anfang.
Besser als nichts, würde ich sagen. Oh, da ist ein Frosch. Yay, Frösche suchen. Und darunter ist nichts, ne? Wofür ist das hier eigentlich? Ich glaube, das ist einfach nur Deko. Aber ansonsten ist da momentan gar nichts. Oh, wie hübsch. Schaut mal. Es schneit. Och nee, es fängt jetzt nicht schon wieder an zu schneien. Irgendwie habe ich mit der Challenge nur Schnee. 50% der Challenge war schon Schnee. Och Mann, wie blöd. Ja, komm. Beeil dich mal. Oh, warte mal, da war gerade noch was. Ah nee, es ist wieder nur eine Pflanze. Ich will doch einfach nur Geld. Ein orangener Topaz. 18 Simoleons. Das ist ja nichts. Das geht noch besser. Hä, aber ich verstehe nicht. Kann man da mit dem Baum was machen? Ach, die Lichter. Stimmt, das ist dieser Lichterbaum. Das ist ja cool. Aber ich verstehe nicht, warum hier nichts ist. Ich brauche hier doch irgendwo mal was zum Graben. Ich meine, wir haben jetzt 2, 3 Sachen gefunden. Das war's. Doch, hier sind noch Frösche. So, dann schauen wir direkt mal, was wir bekommen haben. Ein Surfer-Eierpflanzenfrosch. Von dem hört man viel. Selten und dann trotzdem 30 Simoleons. Naja, da will ich jetzt mal nichts sagen. Aber ich dachte eigentlich, wenn wir hier hingehen... Oh, da ist noch was. Dann haben wir dann so eine richtig große Beute und können wirklich viel machen. Aber irgendwie... Ich habe mehr erhofft, muss ich sagen. Obwohl mittlerweile, also ich finde hier hinten im Eck, da ist schon ein bisschen mehr. Oh, da oben ist auch was. Ja, geil. Man muss sich immer beschweren. Da kommt nämlich das Gegenteil. Macht das mal, Leute. Wenn euch irgendwas nicht passt, dann beschwert euch drüber. Und dann passiert es anders. Und zwar nämlich so, wie ihr es wollt. Ein gestreifter Blattfrosch. Wie viel bringt der? 10 Simoleons. Naja. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege hier ein bisschen mehr Kohle. Ich meine, so ein PC ist halt nicht billig. Und nochmal 10 Simoleons. Das kann lange dauern. Wir spulen mal ein bisschen vor. So, dann... Oh, eine Zeitkapsel. Einmal öffnen. Und was ist hier? Noch eine Zeitkapsel. Okay. 60 Simoleons und das hier... 75 Simoleons! Geil. Also das ist schon mal krass. Dann haben wir da ein bisschen was. Das mit dem Schnee, das finde ich gerade irgendwie blöd. Das ärgert mich voll. Ich will nicht, dass es schneit. Aber hier unten ist schon wieder nichts, ne? Ey, das ist doch richtig blöd. Ich habe gedacht, es wird so geil. Ein Riesenerfolg, wenn wir da sind. Naja, komm, dann suchst du nochmal nach ein paar Fröschen. Hier im Teich. Wer weiß. Vielleicht wird das ja jetzt was. Leute, wir können nur hoffen. Ein Tigerfrosch und 35 Simoleons. Ist nicht ganz so schlecht. Also ich meine, wir haben jetzt schon 435. Das geht eigentlich. Komm, dann suchen wir hier einfach noch ein paar Mal hintereinander nach Fröschen und dann geht das. Dann haben wir einen Sonnenblumenfrosch. Von dem hört doch schon immer jeder. Sandy konnte keinen Frosch fangen. Die sind echt glitschig. Viel Glück beim nächsten Mal. Okay, und nochmal diese Eierpflanzen. Frosch. Oh, und schon wieder keinen. Aber das ist jetzt gerade echt eine Goldmine. Ich probiere das jetzt einfach mal ein paar Mal. Ich meine, da kann jetzt eigentlich nur was Gutes dabei rumkommen. Entweder gar kein Frosch oder ein bisschen Kohle. Aber das ist voll okay. Okay, schon wieder nicht. Komm, noch dreimal. Na, komm schon. Okay, noch einmal, bitte. Ja! 10 Simoleons. Zu früh gefreut. Das war eindeutig zu früh. Naja, okay. Reisen wir nochmal nach Hause, dass du mal schlafen kannst. Oder sollen wir heute mal irgendwo anders schlafen?
Wir könnten mal, komm, wir reisen mal hier hin zu Mertens. Das ist nämlich ein ziemlich großes und luxuriöses Haus. Und vielleicht können wir da auch etwas Schönes klauen, was ein bisschen mehr Kohle bringt als 50 Simoleons. Das wäre halt schon ziemlich geil. Wir stellen uns erstmal vor. Hi. Hallo. Ist es eine Teenager? Nee, Erwachsene. Okay, dann wohnen da bestimmt drei Erwachsene. Aber es macht nichts. Wir klopfen mal an der Tür mit der Hoffnung, dass sie uns reinlassen. Und krass. Bin ich blöd? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass hier in dem Grundstück eine Ampel war. Das ist ja mal geil. Ich glaube, ich bin heute einfach nur voll durch den Wind. Ich habe bestimmt die ganzen Sachen schon 10.000 Mal gesehen, aber sie nicht wirklich wahrgenommen. Naja. So, dann schauen wir mal, was wir alles Schönes klauen können. Und ich dachte eigentlich, das Haus wäre ein bisschen größer. Sie kocht was. Ja, geil. Dann können wir uns da direkt dann gleich anschließen. Ja, wir brauchen ja schließlich auch mal ein bisschen was. Okay, das hier können wir klauen, aber ich glaube, die Lampe, das bringt uns nicht so viel Geld ein. Ich glaube, die hier ist teurer. Aber dann nehmen wir die hintere da. Hm. Kaum ist in einem reichen Haus, will sie anfangen zu lesen. Man muss ja wenigstens kultiviert tun, Leute. Sie macht's nicht falsch. So, und dann gucken wir nämlich auch später mal, wenn wir zu Hause sind, wie viel Kohle das bringt. Aber zuerst werden wir uns hier... Oh Mann, die hätten wir auch stehlen können. Das ist jetzt blöd. Da hätten wir nichts zu essen machen müssen. Aber ist nicht schlimm. Ich glaube, die Lampe, das lohnt sich mehr preislich. Ich denke schon. So, aber jetzt ess du mal. Und wenn nicht, wir können es doch vielleicht mal mit dir anfreunden. Das wäre doch mal geil. Hallo, Jeanette. Freundlich vorstellen. Okay, die sieht jetzt nicht so freundlich aus. Oh doch, jetzt. Jetzt ist sie ganz freundlich. Ich glaube, die hatte eben nur so eine zickige Phase, aber die ist schon vorbei. So, dann... Huch, mir ist gerade was runtergefallen. Von Essen schwärmen, weil du so gute Hotdogs machst. Sind doch Hotdogs, ne? Ja. Ah ne, Tofu-Burger. Warum sieht das aus wie ein Hotdog? Naja, okay, ist ein Tofu-Burger. Ist okay. Was hast du denn da an? Naja. Okay, dann hör mal auf zu quatschen, weil du musst mal ein bisschen schneller essen. Dass du auch mal nach Hause kannst. Wir müssen schlafen. Das ist die Falte hier so komisch. Seht ihr das? Naja, vielleicht denke ich das auch gerade nur. Wie süß sie ist. Komm, iss nochmal. Das ist so süß. Lang zu. Hallo? Ja. So, okay. Es schmeckt dir wohl doch nicht. Tofu ist nicht so ihr Ding. Ist eigentlich hier was in der Umgebung? Weil da müssen wir noch gar nicht schlafen. Ich bin gerade voller Energie. Okay, dann tun wir hier einen Frosch. Und dann... ja, wühlen wir hier in der Mülltonne. Das, was auch richtig nette Menschen machen. Weil das ist auch gar nicht eklig oder so. Und unhygienisch. Nein. Was können wir noch machen? Komm, hier muss doch noch irgendwas Geiles geben. Boah, das Dachhaus ist aber auch geil. Ein gestreifter Plattfrosch habe ich bekommen. Geil. Müssen wir gleich mal gucken, wie viel Geld das bringt. Dann können wir hier noch graben. Hier ist noch ein Garten. Ja, geil. Da, vielleicht können wir da was ernten. Okay, hier können wir nichts ernten. Auch nicht. Nee. Können wir vergessen. Was ist das denn für ein Lichtstrahl? Keine Ahnung. Wo ist sie denn? Ah, da. Okay, sie rennt noch. Dann schau du mal weiter. Vielleicht hier. Da müsste dann noch irgendwas sein. Weil ich will jetzt endlich diesen Computer haben. Ich möchte den Hund. Okay, komm, wir wühlen dann hier noch in der Mülltonne.
Und dann dürfte es für heute gewesen sein. Oh, sie stinkt. Das war ja irgendwie klar. Okay, dieser Frosch kostet nochmal 10 Simoleons. Verkaufen wir schon mal. Und dann öffnen wir einmal diese Zeitkapsel und diese Zeitkapsel direkt hinterher. Ich warte nur drauf, dass es für Sims 4 endlich Autos gibt. Das wäre schon geil. Hätte das jetzt gar nichts drin, oder? Nee. Das war mal unnötig. Okay, 20 Simoleons. Mist, das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Und 20. Es hat sich echt nicht gelohnt. Och Mann. Okay, dann ab nach Hause mit uns. Weiter geht's. Okay, wir schauen. Ah nee, Moment. Während sie duscht, wir schicken sie jetzt erstmal duschen, weil du müffelst ein bisschen. Die Rauchwolke hinter dir ist nur ganz leicht grün verfärbt. So, und ich schaue da mal direkt in den Baummodus rein, weil ich möchte jetzt wissen, wie viel die Lampe wert ist. Oh, 245. Boah. Dann schauen wir mal, ob wir uns den Computer leisten können. Das wäre natürlich jetzt richtig geil. Okay, wir können uns ein Tablet leisten. Ey, das ist doch schon mal was. Wir holen uns ein schwarzes Tablet. Was machen wir mal da drauf? Und da haben wir immer noch 280. Und ich glaube, dass ein Hund 200 Simoleons kostet. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber egal, da kann sie jetzt erstmal duschen. Und wir haben ja jetzt einen kleinen Mini-PC für diese Folge geholt. Und ich würde den Hund aber gerne auf nächste Folge verschieben, weil das ja dann doch aufregender ist. Ja, es ist einfach aufregend. Und da können wir uns nämlich in der nächsten Folge mehr mit diesem Hund beschäftigen und uns dem Hund zuwidmen. Aber jetzt zuerst mal geht unsere kleine Sandy gleich ins Bett. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei dem nächsten Video. Seid auf jeden Fall gespannt, was es sein wird. Und ja, wir sehen uns dann morgen.